Neue Folge, neues Glück. Herzlich willkommen zurück bei Dawn of Man. Mal wieder die Spielgeschwindigkeit anstellen. Gerade kurz ein paar Sachen angeguckt. Wenn ich mir hier die Aufgaben so angucke, wird hier ordentlich produziert. Macht denn der Ochse da hinten? Das soll auch so sein. 93% der Aufgaben und bauen einen Brunnen. Der hier, glaube ich. Genau. Er hat es ja nicht weit. Kann seine Stöcke gleich mal darüber bringen. Oh, die holen aber ganz schön Stöcke ab. Wie viel haben wir denn da? Ja, 7, das passt erstmal. Irgendwer müsste mal dieses Ding hier abholen. Aber wir haben schon wieder 9 Wissenspunkte. Häuser graden wir auch gerade noch ein paar ab. Wir müssen allerdings auch, glaube ich, mal ein neues bauen. Lehm wäre genug da. Ich lerne mal den Schlitten. Pfahlherstellung im Schlitten. Hau mal rein. Ich weiß, ich bin mir jetzt gerade unsicher, wo ich hier Wolle und Leinen herbekomme. Ich schätze mal, da muss ich mir Tiere organisieren, ne? Ja, na klar. Ein Schaf wäre schon nicht schlecht für Wolle, würde ich sagen. Ja, mittlerweile haben wir hier auch schon ein bisschen was gelernt. Ich sollte dann tatsächlich mal auf doch gerne mal eine Brücke bauen. Ach, was ich nicht alles gerne würde. Schlittenherstellung freigeschaltet. Wichtig für den Transport. Vielleicht kriegen wir dann den Stein mal leichter abgeholt. Gibt es hier noch was zu jagen in der Nähe? Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Ja, ich fürchte, wir haben nicht genug Platz im Moment. Ja, auch alle mal schwerstens mit der Produktion von Werkzeugen beschäftigt sind. Also Mammut will ich jetzt nicht jagen. Ah ja. Der alte Mann, der holt ein paar Birnen hat er geholt. So, tiertechnisch. Sehe ich doch hier schon wieder ein paar Mufflons. Mehr scheint ja erstmal nicht zu sein. Speicher sind relativ voll, also zu futtern haben wir genug. So, dann gucken wir mal. Transport. Ein Schlitten. Oh, was kommt da alles an? Bison. Okay. Fleisch haben wir echt mal genug. Wir brauchen natürlich auch immer einen Nachschub an Häuten. Aber das geht mittlerweile auch ganz gut. Im Augenblick bin ich eher besorgt. Und Produktion machen wir mal wieder. Prio ein bisschen runter. Wir haben jetzt wieder ein paar Klamotten.
sollte gehen. Da können wir lieber mal nach und nach was bauen. Ich würde jetzt schon gerne mal... Eieiei, das dauert aber noch ganz schön lange. Bevor der Winter kommt. Vielleicht nochmal eine neue Hütte bauen. Getreidespeicher, eine Lagerhütte. Bauen wir einfach mal eine neue. Dann habt ihr aber jetzt auch erstmal wahrscheinlich wieder genug zu tun. Ja. Wie viel jetzt gerade an Baumstämmen kann das sein? Du Schande. Eine Birke? Da habe ich doch gar nicht dran gedacht. Ich habe die ganze Zeit Bäume fällen. Moment mal, zeig mal die. Ja, da ist nämlich nichts mehr. Das kannst du mal entfernen. Ah, habe ich nicht dran gedacht. Jetzt aber zackig, bitte. Was haut denn der um? Die Bäume ist immer... Okay, Einkorn ist krank. Einkorn. Da wird es nicht so viel Zeugs geben. Ich lieber hier unten abholzen sollen, ne? Sekunde mal. Das mache ich nochmal weg. Bäume fällen. Hier unten bitte. Belastung ist so hoch, ja, das habe ich mir gedacht. 155. Jo. Dann müssen wir jetzt einfach mal da durch und ein bisschen was abarbeiten. Ach. Wir haben mit dem Schlitten gezogen. Der Händler schon wieder. Und hier will ich diesmal nichts kaufen. Nee, kann ich mir nicht erlauben. Kann ich mir wirklich nicht erlauben. Diesmal sollte ich es echt sein lassen. Aber ich könnte ein bisschen Wolle holen. Das kann ich mir gerade noch so leisten. Das wird nichts. Auch wenn er nicht viel dafür haben will. Ich kann es mir nicht leisten. Kriegs einmal mal ein paar Knochen. Nee, Stroh brauche ich für meine Hütten. Das geht nicht. Was kann ich dir denn abgeben? Keine Werkzeuge, die versuche ich ja gerade irgendwie herzustellen. Was Blödes, dass ich hier keinen zum Bäumefällen habe. Nämlich schon, warum da hinten die ganze Zeit ein Baumstamm fehlt. Ich hoffe, ihr werdet hier bald mit dem Jagen fertig. Wasser extrahieren, muss das sein? Hm.
müssen hier auch mit der Ernte irgendwie ein bisschen vorankommen. Es ist Herbst, wir können ja eigentlich schon, aber irgendwie... Oh, ein Nüsseart wäre gesammelt. Sehr gut, den Wissenspunkt nehme ich. Ja. Ich weiß, dass die Belastung zu hoch ist. Wehrstelle. So, da packt nur was ins Feuer. Die sind natürlich alle beschäftigt mit dem Ernten. Das müssen sie auch sein. Depp, habe ich keine Baumstämme, ehrlich mal. Ich war echt nicht dran gedacht. Stöcke auch nur drei. Gut, es nützt nichts. Wir müssen die Jungs und Mädels im Augenblick ein bisschen knippeln lassen. Das war einfach was abarbeiten. Ich möchte so... es wird immer schlimmer. Müssen wir jetzt durch, Leute. Dann wuselt mal. Was das Zeug hält, bitte. So schlecht sieht das auch gar nicht aus, was ihr hier macht. Wenn die Felder erstmal geerntet sind, läuft's doch wieder. Ne? Gebt ein bisschen Gas, der Winter kommt. Ihr wollt ja schließlich nicht alle erfrieren. Oder verhungern. Oder was auch immer. Na, Hauptsache, hier knallt man gleich einen Baum um. Da wird erstmal noch keiner zu kommen. Schon klar. Was ist eigentlich, wenn die Belastung dauerhaft viel zu hoch ist? Dann ist denn hier Bäume fällen mal dran. Schlitten bauen steht auch noch aus. Ich sehe noch nichts. Wird repariert, ein Wildschwein gejagt. Ja, gut. Und vor allem geerntet, wie verrückt. Brot mal 100. Gebacken wird wie sonst was. Abbrechen wäre jetzt auch blöd. Ach. Das Wildschwein ist geflohen. Das ist nicht gut, wenn wir die Hütten hier nicht rechtzeitig fertig kriegen. Ohne Holz, vor dem Winter. Ah, 152, ich soll das unter 150 halten. Ist mir nicht so ganz gelungen. Scheiße. Kapazität 28, ich werde verrückt. Ach, guck mal an hier, da haben die das Ding tatsächlich. Ich glaube, da hat einer... Ein neuer Mensch wurde geboren, das ist schlecht. Guck mal hier, da knüppeln die hier an dem riesen Hinkelstein rum. Oh, da ist ein Baum gefällt worden.
Die Hütte bitte. Hätte ich gerne erst fertig. Mann, knüppeln die sich hier durch. Wäre hier oben rumgefahren, dann musst du dich hier nicht durchquengeln. Da kommst du gar nicht lang, oder? Doch, scheint zu funktionieren. Oh, der Winter ist da. Ich glaube, jetzt geht's im Bach runter. Machen wir die Spielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer. Ah, 3 Grad. Outfits haben wir auf jeden Fall genug. Die Kapazität macht mir echt Sorgen. Hack hier nicht einen Baumstamm rum? Ne, das sind nur Stöcke hier, ne? Ja. Okay, da wird gebaut, Gott sei Dank. Hier fehlt immer noch ein Baumstamm. Wir haben keine Feuersteine. Ja, da würde ich sagen, macht's gut. Ich steig hier aus. Überlasse Hope seinem Schicksal. Wo habe ich denn jetzt das Arbeitsgebiet mit den Feuersteinen hingebastelt? Wenn ich mal das noch wüsste. Feuerstein holen. Ja, da ist aber noch was da. Da muss noch einer rüberlatschen. Das ist natürlich auch ein ewig weiter Weg. Ja, ein Baum hat einer umgehauen. Oh, Minusgrade. Ein Mensch wurde geboren. Wir haben immer noch keine Feuersteine. Was sagt die Belastung? Die ist ja komischerweise wieder 100 pro in Ordnung. Schicke ich mal einen dahin, der das absammelt. Ach hier, das Teil ist fertig. Wir haben es dort dahin gezergelt. Unser neues Dorfsymbol. Oh, für einen fehlt noch was. Für einen fehlt tatsächlich noch ein Plätzchen, aber jetzt machen sie hier fertig. Ich jetzt hier mal, ich habe hier ein bisschen Feuerstein in den Nerven, ja. Kupfererz. Er holt Feuerstein, aber das dauert natürlich auch 80 Jahre. Das ist ein Ernst. Wo ist denn hier die... Hab ich ja blöd gemacht hier. Dann lass mal einen mehr noch Feuersteine holen. Belastung ist ja erstmal wieder in Ordnung. Schon einmal 40 Kapazität, sehr gut. Gerade noch so im Winter gebracht. Ich hoffe, hier geht mir nicht wieder einer drauf. Einer hackt hier. Vielleicht nehmen wir noch einen zweiten dazu. Boah, werden hier Leute geboren und alle im Winter. Sollten wir echt zusehen,
Hole Wasser. Kann ich mir das Arbeitsgebiet mit dem Wasser extrahieren jetzt eigentlich sparen? Wahrscheinlich, ja. Der Lehm ist schon wieder aus. Ah, da bringen wir Feuersteine gebracht. Sehr gut. Ah. Und Bäume gefällt. Manometer, was man hier alles denken muss. Ja, Kapazität wäre genug. Ich könnte nochmal auf jeden Fall eine kleine Hütte. Warte mal hier. Eine Hütte upgraden, das sollte ich auf jeden Fall mal tun. Nimm mal die hier. Hier ist schon wieder nicht mehr viel mit Lehm und auch nicht viel mit Fischen. Da sieht es hier schon wieder viel besser aus. Die ziehen aber schnell weiter jetzt. Der versucht sich dran, ne? Ah ne, der geht nach Wildschwein. Alter! Das haut doch schon wieder ab. Ach Freunde, ihr habt es nicht so mit dem Jagen, ne? Nein! Oh, sehr gut. Wow, ich glaube, das war, weil wir das kleine Bison angegriffen haben, ne? Oh, da lässt sich aber richtig was rausholen, muss ich sagen. Wow, das hat sich gelohnt. Was wollte ich denn jetzt? Oh, jetzt ist hier Holzhacken. Kannst du schon mal wieder einen runterschrauben? Ich wollte die Arbeitsgebiete hier neu setzen. Lehm extrahieren. Machen wir wieder hier. Und Fischen, glaube ich, auch. Dann lass die mal hier unten arbeiten. So. Haben wir genug. Was ich jetzt tatsächlich noch bräuchte, wäre so ein Ausstatter. Den würde ich dann tatsächlich mal hier hinsetzen. Auch relativ viel Holz, aber wir haben ja jetzt hier so einiges geschlagen. 15 Stämme haben wir ja schon wieder. Und es scheint auch irgendwie keiner zu frieren. Sehr gut, ist wohl ein milder Winter. Durch den wir auch gleich schon wieder durch sind. Wow. Aufgaben sind mal wirklich sehr low. Feuerstein holen bitte. Der Feuerstein ist leider leer. Eisenerz. Wollte ich mir noch ein bisschen was ranschaffen.
Manchmal lieber über die Ursicht, sieht man es besser. So weit schicke ich die jetzt nicht hier raus. Kannst du ja mal abhaken. Hier sollte ich fast ein neues Jagdgebiet erstellen. Was hier? Megalith. Feuerstein, wo bist du denn? Hier vielleicht. Ja. Ja, das geht sogar noch. Sehr gut. Ist das neu oder was? Feuerstein holen. Perfekt. Wäre fast noch geiler das andere Gebiet da. Der Getreidespeicher ist voll bis zum Anschlag. Kann ich die Teile auch upgraden? Ja. So, jetzt habe ich doch glatt das Gefühl, es läuft wieder ein bisschen besser. Obwohl hier überhaupt keine Nahrung mehr drin ist. Das ist alles hier im... Ja, der Winter ist rum. Der Winter ist rum. Ging jetzt doch relativ schnell. Jemand inaktiv. Aber die Belastung ist hoch genug. ...270. Bringst du? Willst du dich eine Schleuder? Warum? Kannst du vielleicht bitte mit dem Bogen jagen? Ah, und er holt den restlichen Feuerstein da raus. Dann läuft ja jetzt. Kapazität 37, ja. Hau mal hier mit der Hütte ein bisschen rein, das macht mich nervös. Wenn wir hier so wenig Kapazität nur drüber haben. Nö, reparieren wir es nicht, dann grillen wir es gleich noch ab. Wissenspunkte haben wir schon wieder 9. Lass mal 2 Leute hier am Leben rumfummeln, bitte. Wow, das war ja relativ... dünn schon mal wieder, weil... mir dann immer viel zu spät auffällt, dass mir irgendeine Ressource fehlt. Aber die Leute sind relativ zufrieden. Wir brauchen dringend Häuser. Vielleicht sollte ich einfach neue bauen, anstatt die abzugraden. Aber auch das geht ja voran. Das wird schon aufgewertet. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir hier unsere Klamotten alle soweit haben. Aufgewertet haben vor allem. Wow. Wollte ich doch gar nicht. 117%, das geht. Und wir können noch einen Wissenspunkt vergeben. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder ein bisschen drüber und machen jetzt erstmal Schluss. Wow. Ein recht zittriger Winter war das schon wieder. Wir müssen gucken, dass wir uns ein bisschen besser aufstellen beim nächsten Mal. Für diese Folge bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und... dann freue ich mich auf die nächste Folge Dawn of Man mit euch. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.